Die gesamte Story von Chuchu Charles in einem einzigen Video gibt's heute auf diesem Kanal, Freunde, und es wird wild. Wir zocken wirklich von Anfang bis zum Ende durch. Also lasst ein Like da und helft mir auf diesem Kanal die 20.000 zu knacken. Würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Viel Spaß im Video, jetzt Kuss und wir gehen rein. Ich weiß, wir haben seit einiger Weile nicht gesprochen, aber in den Minen, die ich beaufsichtige, ist etwas passiert. Nein, glaub mir, dafür wirst du dir die Zeit nehmen. Auf der Insel gibt es etwas ganz Großes. Okay, Leute, Sonnenuntergang. Ich hoffe, du bist bereit für eine kleine Monsterjagd. Ich bin bereit. Das ist das absolute Zugmonster. Lass ein Like da. Ich will, dass die Leute Chuchu Charles mal sehen. Halb Zug, halb Riesenspinne aus der Hölle. Wir planen seinen Tod schon seit einiger Zeit und haben fast alle Vorbereitungen abgeschlossen. Nur ein paar Leute treffen und Orte erkunden. Einfach Besorgung, du weißt schon. Ja, ja. Willkommen auf Aran, Nähe der Insel, auf der sich Bergleute ihre eigenen Gräber schaufeln. Okay. Also springen kann man, okay, nice. Man kann auch ultraschnell rennen. Hier fängt es schon an mit der Schiene. Was ist das denn? Oben auf dem Hügel befindet sich eine Bahnhofshalle. Aha. Einer der Zugführer wurde von der Bestie getötet. Sein alter Zug sollte noch dritten. Der wurde gekillt? Ach du Heiliger. Wir müssen unbedingt an dieses Werkzeug kommen. Es könnte auf unserer Reise unverzichtbar sein. Bleib in der Nähe. Wir wollen uns nicht zu lange blicken lassen. Ja, klar, Mann. Danke. Du bist echt ein cooler Typ. Okay, wir müssen uns beeilen. Ansonsten kommt das Monster anscheinend sehr schnell. Wir müssen schnell sein, Leute. Gehen mal rein. Ich krieg die Tür nicht auf. Mist, ist verschlossen. Keine Sorge, wir werden einen anderen Weg hineinfinden. Auf dem Weg nach oben siehst du eine kleine Hütte, in der sich möglicherweise ein Schlüssel befindet. Nimm diese Karte, ich habe den Ort drauf markiert. Leute. Leute, was ist denn das? Was ist denn das? Oha! Waffenmission. Okay, sind irgendwelche Missionen. Die Karte leckt so ein bisschen. Muss einmal kurz gucken. Also wir müssen eigentlich nur diesen Weg hier nach oben laufen. Und Digga, die Karte ist schon echt sehr geil gemacht, Leute. Guck mal, man sieht sogar jeden einzelnen Baum theoretisch. Chuchu. Chuchu, chuchu, chuchu. Ich bin völlig falsch gelaufen. Digga, meine Map-Orientierung ist ja natürlich wieder allerbest, Leute. Und dabei ist das Gebäude da vorne. Also richtig schlecht. So. Gucken wir mal, was geht hier so? Hallo? Ich wollte einmal den Schlüssel nehmen. Mach die Tür auf, alter Mann! Da ist der Zug, Leute. Mit dem sind wir unterwegs und den Zug können wir halt aufrüsten. Wir haben hinten eine Minigun dran. Digga! Was ist das denn hier? Dein legendärer Zug. Damit kommst du auf der Insel schneller voran. Eine Waffe und ein Schild gegen deine Feinde. Dort wirst du wiederbelebt, wenn etwas schief läuft. Interagiere mit Gegenständen in der Kabine, um mehr über deren Verwendung zu erfahren. Der ist auf jeden Fall nicht schlecht, Leute. Hashtag Zug, wenn ihr den auch nice findet. Etwas in die Jahre gekommen, aber trotzdem noch intakt. Ich werde mir den Zug von außen ansehen. Okay, also er wird sich um den Zug draußen kümmern. Check den mal. Alter, seht ihr das? Junge, was hat der Zug überlebt? Seht ihr das? Was ist denn da passiert? Okay, crazy. Ich guck mal rein. Wir haben hier anscheinend eine Karte. Oh, und wenn wir Schrott haben, dann können wir theoretisch, also Zuggesundheit reparieren, Tempo, Schaden, Panzerung können wir auch, skillen. Okay. Oh, Junge! Okay, wenn der Zug fährt, die Minigun überhitzt aber auch. Seht ihr das Rohr vorne? Ich habe kein Zielfernrohr. Nicht so wirklich. Sehr interessant. Was macht er denn hier drin? Wir können Charles damit in die Luft jagen und ihn ausschalten, bevor er uns überhaupt sieht. Bist du bereit für eine Spritztour? Wie jetzt? Ich fahre, Leute! Ich fahre mit dem Zug! We're coming for you, Charles! Do you hear that? It's him. Scheiße! Da kommt er! Geh ans verdammte Geschützmann! Oh Gott! Oh Gott! Charles! Chill mal eine Runde! Digga, der Typ ist dead! Hast du was gesehen? Digga, der hat den komplett weggegessen, Mann! Der Zug ist weg! Können wir kurz darüber reden, was da gerade passiert ist, Mann? Der war ja einfach direkt da! Junge! Was war denn das? Hey! Heiliger Lachs! Puh, da muss ich jetzt aber erstmal
gucken, ob es dem Zug hier gut geht. Ey, Charles hatte richtig viel Leben, ne? Habe ich ihn gedamaged? Also mein Zug hat auf jeden Fall gut Schaden bekommen. Wir fahren. Wir fahren erstmal. Was geht hier? Ich muss erst mal Map checken. Wir machen erstmal eine Mission hier. Stopp, stopp, stopp. Ich muss einmal, glaube ich, anhalten. Ich muss jetzt mal gucken. Schilder weisen auf bevorstehende Gleisabzweigungen. Das Licht einer Abzweigung zeigt die Richtung der Gleise an. Wir fahren mal langsam hin. Wir können auch rückwärts fahren. Ich glaube, ich muss das hier mal einstellen, oder? Safe, Leute. Kurz eingestellt. Schöne Grüße an den Sohnemann zurück. Vielen, vielen Dank. Boah, Leute, wir haben irgendwas eingesammelt. Zweimal Schrott. Baby, ja, Mann. So ein Ding ist das nämlich. Wir haben hier vorne irgendwie noch einen NPC oder so. Junge, was ist das für eine Insel? Wir fahren erstmal ein bisschen. Auf chillig, Leute, auf chillig. Da hinten ist was. Ich sehe linksseitig was. Einmal anhalten, Zug. Perfekt. Ich steig mal aus. Wir reden mit der. Moin. Eugene told us we'd have a newcomer soon. I suppose that would be you. Ja, ich bin der Neue, ne? Der Neue, Denno. In the balcony room of my house that you could use to keep the key. And as a side note, talk to anyone around here and anyone not. Check out the balcony and good luck with okay. everything. Okay, Leute, wir dürfen ihre Bude plündern. Alter, wie geil ist das denn, Mann? Richtig Bock. Wehe, die Spinne kommt, ne? Deren dreh ich durch. Okay, wir kriegen das Ding hier auf jeden Fall nicht raus, auf. So, sie hat halt einen Schlüssel gegeben, aber mit dem können wir hier rein. Okay. Alter, wie viel Schrott ist das? Leute, Baby, jetzt geht's los. Oh, ja, Mann. Digga, wir haben so viel Schrott mitgenommen. Ho, wir gehen mal rein. Wir upgraden mal den Zug. Let's go. Ich check mal ab. Was geht da so? Tempo ist geiler, Digga. Ich nehm Tempo. Okay, gucken wir mal. Let's go. Tempo, Digga. Und Panzerung. Panzerung auch wichtig, damit wir nicht heilen müssen. Damit wir erstmal nicht heilen müssen. Damage machen wir später full. Machen kompletten Damage rein. So, und jetzt fahren wir erstmal eine Runde. Warte mal. Digga, wie schnell ist der Zug? Ich will einmal was checken. Hat der Zug... Ja, aber der hat neue Rahmen bekommen, ne? Der Zug sieht jetzt anders aus. Crazy Dog. Okay. Wir fahren weiter. Wir gucken mal rein. Wir sind gleich auf jeden Fall hier. Wir könnten dann darüber gehen. Also müssen mal gucken. Okay, da ist ein Schrottplatz, Leute. Sieht ganz gut aus. Check das mal kurz. So, Bruder, ich muss deinen Schrott einsammeln. Wie sieht's aus? Hör zu, Kleiner. Ich weiß, dass du ein Monsterjäger in schicken Hosen sein sollst, aber meinen Respekt musst du dir erst verdienen. Okay, Daryl. Einer von Warrens Handlangern hat letzte Nacht eine verschlossene Truhe auf dem Schrottplatz abgestellt. Nachdem ich ein paar Stunden darauf einhämmerte, brachen nur meine Knöchel, sonst nichts. Kann ich was dafür, dass du so ein Loser bist, Digga? Ich habe ein paar Dietriche, aber ich weiß nicht, wie man sie benutzt. Hier, wenn du das schaffst, diese Truhe zu öffnen, hast du meinen Respekt verdient und ich gebe dir vielleicht ein paar Schrottteile, damit du deinen Zug aufwerten kannst. Hört sich gut an, Bray. Hört sich gut an. Let's go. Machen wir. Wo ist das Ding? Gibt's hier irgendwo Karte, irgendwas? Da. Ey, wenn jetzt Charles kommt, habe ich ein Problem, Leute, wenn der Zug gleich kommt, ne? Ich gehe vorsichtig hin. Der isst mich doch auf. Der isst mich doch auf, Mann. Was passiert, wenn ich tot bin, Leute? Chat, bin ich dann tot? Ist das ein Hardcore-Game? Easy, Leute. Mach ich Augen zu. Lockeres Ding. Weiß nicht, ich mein, ich bin Profi. Wir bringen den Gegenstand zurück. Wir checken aber erstmal den Schrottplatz. Aha! Ich bin nämlich nicht dumm, Leute. Natürlich ist hier hundertprozentig Schrott. Und wir sammeln erstmal ein bisschen was ein. Damit sollte es unseren Zug auf jeden Fall noch deutlich besser machen. Hier ist noch ein alter Zug irgendwie. Ich guck mal weiter so durch. Hier liegt auf jeden Fall auch noch Schrott. Sehr nice gemacht, muss ich sagen. Wir brauchen zwei Schrott auf jeden Fall, um unseren Zug spontan zu heilen. Seid ihr da meiner Meinung? Also, wenn der Dicke kommt, also der Riesenzug, dann müssen wir halt zwei im Petto haben immer, falls der uns wirklich arg zusetzt. Dass wir auf die sichere Bank gehen. Okay, gucken wir mal. Ist hier noch irgendwo was? Nur wie weit der aber auch springen kann, ey, der Typ.
So. That's an odd-looking piece of junk. You earned my respect. Er hat uns Schrott gegeben. 34! Let's go! Wer meint, wir jagen jetzt den Zug, Digga? Wer meint, wir jagen jetzt den Zug? Wir fahren jetzt erstmal eine Runde rum, würde ich sagen, oder? Leute, wir sind ja wohl absolut ready. Damaged, Bruder. Aber full in. So, Panzerung geht auch nochmal hoch. Und wir könnten Tempo nehmen, aber wir brauchen einen Schrott, um zu reparieren. Ich guck mal, ob wir noch was finden. Ich schau mal. Reparieren wir das komplett? Reparieren wir das komplett? Nein, 10%. 10%, Leute. Wir müssen aufpassen. Wir dürfen nicht alles rausballern. Ich muss doch mal ganz kurz gucken, ob wir was finden. Ey, wir gehen jetzt sowas von auf Zugjagd. Bro, lass diesen Charles einfach auseinandernehmen. Was ist mit meiner Waffe passiert? Sieht die anders aus? Aber das MG ist jetzt noch nicht so krass geworden, muss ich sagen. Nö. Ich heil mal nochmal einen hoch. Let's go. Abfahrt. Wir gehen jetzt erstmal gucken, wo der dicke Sack rumhängt. Ah, warte mal. Das hier ist eine Mission, die müssen wir tatsächlich noch machen. Ah, fahr mal lieber zurück. Müssen wir ein Stückchen zurückfahren. Perfekt. Ich muss die einmal nochmal abchecken. Vielleicht kommt dann der Charles gleich. The Monster Hunter has arrived, I see. Ich sehe es, der Monsterjäger hier. This is no ordinary Dies ist wohlgemerkt keine gewöhnliche Jagd. We've already Wir haben tried bereits versucht, Charles, Charles zu vernichten, doch er verschwindet jedes Mal in der Wildnis, wenn er genug Schaden erlitten hat. Ich glaube allerdings, dass wir Charles dazu bringen können, sich einem tödlichen Kampf zu stellen. Auf der gesamten Insel befinden sich drei Eier, die in den drei Hauptminen der Insel versteckt sind. Our theory is that putting these eggs in the geht jedes Mal aus dem Kampf raus und heilt sich wieder, oder was? Der Gauner? Fight to the death. Unfortunately, okay. The mining company owner, Warren Charles III, has there's an egg in the mine. Here's the key to the mine. Leute, es gibt anscheinend Wachen, die die Minen bewachen. Wir müssen mal ganz kurz gucken, was hier abgeht. Wir haben hier eine Mine. Wir haben hier die Südmine. Okay. Das hier ist wahrscheinlich die Nordmine und hier haben wir wahrscheinlich irgendwie die Westmine. Oh, Digga, das Game, Alter, ich dachte schon, wir sind fast durch. Charles ist gleich tot, aber nix da, Leute. Das Game ist ja doch richtig wild. Wir fahren da straight mal hin erstmal. Ey, zu krass. Oh, Vorsicht. Da ist eine Kiste, die musst du einmal durchchecken. Nice. Oh, ja, Mann. Sehr stark, Bre. So, ich mach mal Waffe besser. Wir gucken mal. Ja, wenn Charles kommt, ich reiß den Typen so sein Leben auseinander. Der weiß gar nicht, was ich da gerade mache. Okay, wir pacen mal. Bleib erstmal in Bewegung. Wo ist die Mine? Die ist hier vorne. Wir müssen zu dieser Mine anscheinend. War das Schrott? Ja. Hier ist irgendwie ein leeres Haus oder so, ne? Was ist das denn? Zettel. Südmine. Zusammenfassung Woche 1. Der Abbau verläuft reibungslos und wir haben bereits Anzeichen einer soliden Ader entdeckt. Die Werkzeuge sind noch in einem guten Zustand und wir haben den Bau unserer Unterkunft abgeschlossen. Zwar sind wir noch nicht lange hier, doch wir haben uns bereits eingewöhnt und unseren Arbeitsrhythmus gefunden. Okay. Okay. Wir können so komische Tastenkombinationen machen, ja? Kann man... Was das? War das jetzt die Mine oder was? Nee. Wir müssen hier rein. Wir können da aber nicht rein. Wir müssen ein Stückchen zurück. Pass auf, das Problem ist, wenn wir gleich aus der Mine kommen und Charles kommt dann, ne? Dann haben wir ein dickes Problem. Ich denke mal, Charles kommt, wenn wir in der Mine waren. Ja, ist gut. Bin jetzt Zugführer geworden. Da ist er. Ja, hier. Wir gehen rein. Das sind bewaffnete Wachen. Es kann sein, dass die mich umbringen, wenn ich da reingehe, Leute. Wir müssen gucken. Wir müssen ein Ei jetzt klauen. Hallo, ich bin's, der Eierdieb. Bruder, bitte gib mir eine geile Waffe, dass ich die noch abknallen kann, ne? Das wäre zu krass. Bin ich, Alter? Alter Schwede. Okay. Hier ist ein Zettel, Leute. Während wir in dem am weitesten entfernten Tunnel arbeiteten, brachen wir durch eine Wand in eine große Höhle. Etwas ist hier seltsam.
Doch wir wissen nicht was. Wir bitten Herrn Warren, sobald wie möglich das südliche Minengelände zu besuchen, um uns weitere Anweisungen zu erteilen. Ja, der Eiermann ist hier. Ich bin hier für die Kontrolle. Warte mal, lehne dich das links oder rechts, um Feinde auszuspionieren? Hey! Wow. Wow. Wir gehen da einfach ran und müssen mal gucken, was passiert. Interessant. Ruhig. Hier ist keiner. Ey! Das ist ja wohl illegal. Scam. Jetzt, first try. Easy. Was ist das? Grüne Farbdose? Jo, Mann, wir können unseren Zug umlackieren. Ey, was? Ich kann meinen Zug umlackieren? Wie cool ist das denn? Ey, geil. Digga, das Game wird immer besser, Mann. Das, ey, man checkt das vorher gar nicht, ne? Plötzlich kommen die so. Plötzlich gibt's da Minen und sowas und ich muss nicht nur Zug fahren. Wie krass ist denn das? Jo. Leute, wer hat Bock auf einen Grünzug, Alter? Da sehe ich mich. Seht ihr das? Da hinten ist irgendwas. Seht ihr das? Da ist jemand. Da ist das Ei, das Grüne. Wir klauen es jetzt. Hoffentlich merkt er das nicht. Als ob der nicht gemerkt hat, dass das Ei weg ist. Gott sei Dank. So, ich muss einmal gucken. Wir nehmen natürlich noch den ganzen Schrott mit, der hier liegt, Leute. Ich bin ja nicht blöd. Verarschen kann ich mich auch selber. Oh, nice. Perfekt. Okay, Leute. Wir sind durch. Oh, wir haben alles geklaut, was geht, Alter. Geil. Raus aus der Mine jetzt, schnell. Wir haben das Ei gezockt. Ich weiß halt nicht, ob Charles das jetzt... also, wir müssen 3 Eier finden, damit wir Charles einen Endboss-Fight andrehen. Also, er muss dann quasi gegen mich, ich bin sein Endgegner, spielen. Nicht wir gegen Charles, ich bin sein Endgegner. So ein Ding wird das nämlich. Ey, ich hab so Bock, den umzulackieren, Alter. Lass den ready machen. Wo ist eigentlich der Dicke? Charlie? Hallo? Mein Bester? Ist hier noch mehr Schrott? Steigen wir ein. Zug ist grün. Der Zug ist jetzt grün, Mann. Ey, geil. Fühl ich. So. 13 Schrott. Wir gehen direkt auf... Schaden. Direkt. Ja, dickes Gewehr auf jeden Fall. Würde ich an seiner Stelle auch mal überlegen. Wir fahren. Weiter geht's, Leute. Gucken wir mal. Wo geht's jetzt hin? Wir werden, wollen, wir... Ja, wir gucken gleich mal, wenn wir ein bisschen weiter da oben sind. Wir haben jetzt echt viel Weg vor uns, ne? Charlie, Hallöchen! Tut, tut! Leute, einmal Like reinschallern für Tut, tut, Charles! Ey, du Lappen, wo bist du? Wir wollen Züge jagen! Ich sehe noch nichts. Ich bin gespannt, wann die dicke Spinne kommt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich so einen Feind überhaupt will. Meine lieben Fahrgäste, bitte steigen Sie ein. Das hier ist ein Zug nur für Abonnenten. Es könnte sein, dass wir unvorhergesehene Dinge
zu spüren kriegen. Bitte bleiben Sie ruhig, sobald Sie Abonnent sind, haben Sie es in diesem Zug sehr bequem. Wir freuen uns, dass Sie mit Denno Bahnhof Line fahren und wünschen Ihnen einen guten Aufenthalt in diesem Zug. Der Dicke, hinten in Reihe 13, pack den Schokoriegel weg! Gut. Ihr Zugführer. So, dann wollen wir mal, hä? Wo geht's da lang? Diggi. Okay, wir checken das mal aus. Was geht hier so? Ah. Sehr interesting. Da hinten ist auch noch mal so... Okay, also wir brauchen wahrscheinlich nachher davon unglaublich große Mengen, nehme ich mal an. Kriegen die Tür nicht auf. Hier noch irgendwo was? Ja. Ich frag mich halt, wo Charlie bleibt, ne? Ob wir jetzt halt die Missions durchrushen müssen, ob es nochmal einen Fight gibt, so, weil aktuell muss ich sagen, ich kenne ja das Game nicht, weiß ja auch nicht, was jetzt noch... Nein. Oh Mann, ich bin so ein Trottel. Charlie kommt, oder? Habt ihr das gehört? Oh nein, Bro. Was war das? Hallo? Da hinten ist er. Da hinten ist er. Das ist er, Leute. Wir jagen den verdammten Aal jetzt. Also, setz mal die ganzen Sachen hier auf Mast. Hey, Fettsack. Da ist er. Na, will er das Duell? Will er das Duell? Leute, da hinten ist der Zug. Er will sich noch nicht fetzen. Er will sich noch nicht fetzen. Er macht kehrt. Jetzt kommt er! Leute, das ist Charlie! Let's go, Bruder! Oh oh. Verdammt, meine. Oh oh. Meine Gun! Oh Junge, der fetzt aber auch ganz schön in den Zug rein. Okay, Bre, okay, Bre. Ah, stirb! Ich muss das Ding reparieren. Okay. Ah, weg mit dir, du Drecksviech! Er ist weg. Alter, habt ihr das gesehen? Mein Zug war fast kaputt. Ich musste hier gerade locker 7-mal Schrott reinpumpen. Junge, Junge, Junge. Das war schon eine stabile Aktion. Hey, der verdammte Aal, ne? Okay, Mann. Das war auf jeden Fall schon mal ein Big Fight mit dem. Uff. Okay, okay. Ich würde mal sagen... Wir lassen das mal. Ich fahre mal hier so ein Stück näher ran. Wir checken mal erstmal das Ding. Und dann gucken wir gleich mal, wo wir sind. Sieht so aus, als wäre das der Anfang. Kann das sein? Ja, wir haben einmal so einen fetten Kreis hier gedreht und sind quasi hier so rum. Dann müssen wir jetzt gleich die linke Spur hier nehmen. Und eigentlich müssten wir noch die Waffenmission machen. Ne? Leute, wollen wir eine Waffenmission noch mitnehmen? Let's go! Wir machen das. Alter, eine neue Waffe wäre auch richtig fett. Charlie war eben gerade schon sehr heftig. Ich hab seine Stärke extrem unterschätzt. Wer noch? Wer hat auch gedacht, der wird easy? Also ich musste eben, glaube ich, 6-7 Mal Schrott oder so verbauen. Einfach nur, weil der so heftig reingezündet hat, Mann. Das war sehr krass. Das war sehr krass. Ich habe ihn extrem unterschätzt. Er ist stärker, als man denkt. Komm, wir fahren. Wo geht's lang? Linksseitig. Okay, wir müssen ein bisschen gucken. Wir müssen unbedingt hier nach oben. Wir gehen hier zur Waffenmission, Leute. Und dann machen wir auch noch den blauen. Wir fahren direkt linke Strecke. Wir machen Abkürzungsmodus jetzt. Oh Gott, Leute, da ist ein Haus. Ding zurück, Stück zurück. Oh, der Zug fährt von selber. Perfekt. Der Zug hält sogar an, wenn ich aussteige. Das ist gut. So. You must be the archivist that Eugene told us about. Wir sind Archivar, Leute. Na. Also, dein alter Zug braucht ein paar mehr Upgrades, wenn du Charles ausschalten willst. In meiner Scheune liegen Schrottteile. Nice. Wo ist die Scheune, Digi? Wo ist die? Hier oder was? Nö. Liegen hier Schrottteile rum? Ist das? Nix. Ja, Mann. Die Scheune ist auf. Okay, was haben wir noch? Aha. Aha. Oben noch.
Zettel. Obwohl Eugene versprochen hat, Hilfe zu schicken, sobald er das Festland erreicht, habe ich gerade festgestellt, dass er nie erwähnt hat, ob er zurückkehren würde. Ich nehme an, er ist der Typ Mensch, der nicht jedes Detail seines Plans verrät. Jeder auf der Insel versucht, einen Ausweg aus diesem Schlamassel zu finden. Und ich kann nur hoffen, dass dieser befreundete Archivar eine Idee hat. Die habe ich. Mir ist egal, was sie in der Vergangenheit getrieben haben und welche Praktiken sie anwenden, solange sie Charles den Gar ausmachen. Die meisten Leute hier unterstützen diese Idee. Doch einige Verrückte wollen, dass wir ihn in Ruhe lassen. Dieser verdammte Warren hat nicht mehr Latten am Zaun, ey. So, wir haben jetzt erstmal wieder ein bisschen Schrott. 19 haben wir. Wir haben direkt Tempo-Add angezogen. Wir sind jetzt deutlich schneller wieder. Nein. Ein Stück zurück. Die Kisten sind sehr wichtig, Leute. Die sind sehr, sehr wichtig. Wir brauchen halt alles. Also wenn wir nachher mit Chuchu und Charles den absoluten Mega-Fight haben, ich kann euch sagen, wie es ist, aber so 100 Schrott brauchen wir bestimmt. Gerade auch, weil der so hart reinzündet. Der macht extrem viel Schaden. Extrem viel. Ich werde mal, glaube ich, die Panzerung nochmal upgraden. Damit der auch nicht zu heftig reinzündet. Mal gucken. So. I need my pickles! Die Gurkenlady? Ich brauche meine Gurken! Ich habe das letzte Gurkenglas in meinem Haus gesehen und auf der ganzen Insel gibt es nur noch ein Gurkenglas. Mein geheimes Glas mit Gurken. Weggesperrt in meiner Gurkenhöhle. Digga, hat die eigentlich einen am Dach? Was geht bei der ab? Ich hätte sie schon vor Stunden besorgt, aber ich habe meinen Gurkenschlüssel verloren. Was ist denn das? Oha, wir müssen zur Gurkenhöhle, Leute. Als ob. Was ist denn das hier? Auf zur Gurkenhöhle! Hört ihr das? Bro, was ist das? Digga, wir haben eine lila Farbe für einen Zug. Krass. Gurke? Also... Ich bin sowas von für Lila, Leute. Bei Lila bin ich absolut in. Also ich war schon bei Grün in, aber Lila ist so eine meiner Lieblingsfarben. Oh mein Gott, jetzt muss ich von vorne. Okay, first try jetzt. Also der first try, ne? Easy, Augen zu. Augen zu, Digga! Ich bin's, Tim. Lockeres Ding. Weißt du? Ich bin halt ein Schwitzer. Was geht da oben? Ich höre da ein Geräusch. Was ist da? Oder irgendwie so ein komisches Geräusch, Mann. Vielleicht ist das eine Grille auch nur, ne? Kann auch sein. Okay, wir ziehen durch. Charles kommt! Okay, warte. Wir müssen uns beeilen. Leute, habt ihr es gehört? Charlie ist in der Nähe. Schnell in den Zug. Digga, wichtig. Für den Style. Krasser Zug. 44 Schrott. Panzerung. Wir maxen die Panzerung, da brauchen wir nicht mehr so viel Schrott fürs Ende. Wo ist der verdammte Lachs? Ich muss einmal die Strecke checken. Wir müssen unbedingt rechts bekommen. Wir müssen rechts lang. Charles ist wieder hier in der Nähe, ne? Wo ist der? Wir haben ein dickes Problem, wenn der gleich kommt. Oh, zurück. Schnell wieder in den Zug. Okay, weiter geht's. Wo ist Charlie? Ich habe einen Namen für den Zug. Charles Slayer. Leute, sagt mal,
Wie könnte dieser Zug heißen? Er sieht mittlerweile auch echt schon sehr krass aus, ne? Guck mal. Der Zug sieht schon richtig wild aus, Leute. Richtig brutal. Heftigste Panzerung jetzt. Warte mal, was ist das da hinten? Ich werde das einmal prüfen. Das Entladen aller Vorräte hat uns die Augen geöffnet. Wir arbeiten Tag ein, Tag aus hier im Hafen und haben die Aufgabe, das Boot zu entladen. Vorräte den Hügel hinauf zu den Gleisen zu transportieren, wo Theodor und Eddie sie an verschiedene Orte liefern, an denen wir Bergbau betreiben werden. Die schieren Kosten der gesamten Infrastruktur sind überwältigend. Bei all dem Erfolg mit diesem Unternehmen bin ich überrascht, dass Warren solch ein Risiko eingeht. Wir entdecken immer mehr von der Story. Es gibt hierzu eine gewisse Story, habe ich das Gefühl. Über diese Firma. Haben die Charles ins Leben gerufen? Wo kommt Charles eigentlich her, Leute? Ey, jetzt mal die Theorien in den Chat. Was glaubt ihr, wie ist Charles entstanden? Was glaubt ihr, Chat? Erzählt mal jetzt eure abstrusesten Theorien. Wie kann es passieren, dass ein Zug mit einer Spinne kombiniert ist? Wie geht das? Okay, wir fahren vielleicht noch mal ein Stückchen vor. Und hier machen wir den Break. Okay, Leute, wir haben unsere erste Waffenmission. Wir kriegen für den Zug jetzt wahrscheinlich eine... Digga, was ist das denn? Krieg ich die? Paul asked me to design a new Paul hat mich gebeten, eine neue Waffe zu entwerfen, um dir bei der Jagd auf Charles zu helfen. Dank meiner langjährigen Erfahrung mit Sprengstoffen war ich in der Lage, diesen Raketenwerfer zu bauen. I've been wanting to see Warren's Empire crumble. Now that you're here, while I'm working on that, why don't you bring that? Okay, ich soll die Kiste mit Raketenmunition aus dem Bunker besorgen. Oh, Baby. Dem Zug hau ich so die Raketen in die Fresse. Das wird geil, Alter. Das wird richtig geil. Ich frage mich, ob Warren uns und unsere Familien in dieses Drecksloch gelockt hat, damit wir für immer hier bleiben oder um Informationen über seine Geschäftspraktiken vom Festland fernzuhalten. Wie auch immer, ich will den Hals dieses Mannes in einer Schlinge sehen. Paul hat mich gebeten, eine neue Waffe für den Monsterjäger zu entwerfen, den Eugene schickt. Und da du weißt, wie gut ich mich mit Sprengstoff auskenne, kannst du davon ausgehen, dass ich den zerstörerischsten Raketenwerfer überhaupt gebaut habe. Warren, du hast keine Chance. Okay, Leute, hier ist ein Bunker. Vorsicht, Minen. Minen, oder? Oder bitte? Wo sind hier bitte Minen? Oder bitte keine Minen, Mann. Ich will nicht in eine Mine reintreten, weißt du? Sehe ich mich nicht. Okay. Keine Minen. Hä? Wir kommen nicht in den Bunker rein. Schlecht. Schlecht. Wie können wir in diesen verdammten Bunker? Wir gehen mal zu dieser Kiste hier, Leute. Wir müssen irgendwie in diesen Bunker reinkommen. Da habe ich gerade TNT eingesammelt. Da sind die Raketen. Okay, da sind die Raketen. Machen hier so Raketentests, ne? Zündung! Uff, Digga, das hat so viel Leben abgezogen. Leute, da müssen wir sehr aufpassen mit, glaube ich. Ich glaube, mit Raketen kann man viel... Oh, oh. Oh, weg. Weg! Junge, das hat auch noch wehgetan. Da unten. Sehr heftig. Die Raketen haben wir. Das hat uns sehr viel Leben gekostet auch irgendwo, ne? So, Bruder, gib mir den Raketenwerfer. Charlie, ich habe ein kleines neues Gerät für dich. Oh, Verlangsamung. Okay, ich kann die Waffen switchen. Also der Schaden von der Wumme ist geisteskrank. Was lernen wir daraus, Chat? Wenn wir den Fight engagen, der Charlie kommt auf uns zu und ist noch nicht nah genug dran. Der, dann gibt's diesen hier direkt. Zack, Wumme rein, rein.
Gut, wir warten erstmal. So, warte mal. Wir haben noch eine andere Aufgabe hier drüben. Und da oben geht's auch noch weiter. Wir gehen erstmal hier gucken. Das ist eine Mission, die wir machen müssen. Wahrscheinlich wegen noch einer Mine. Ich guck mal hier kurz um das Haus. Ja. Ist wieder abgeschlossen, ne? Was ist das hier? Ich muss diese Vermutung schnell aufschreiben, bevor Warren herausfindet, dass ich seiner schmutzigen Verschwörung auf die Schliche gekommen bin. Meine Theorie ist, dass Herr Warren Kriegslord 3 versucht, mehr dieser achtbeinigen Kreaturen auszubrüten. Eine ganze Armee für wer weiß was. Sie fanden ein ganzes Nest mit diesen Eiern, als sie Trümmer aus dem Einsturz beseitigten. Wir wissen auch, dass sie so hart wie Diamanten sind, absolut unzerstörbar. Die Bergleute verbrachten Monate damit, mithilfe des Tempelprismas die Energie aus allen Eiern zu saugen. Doch bevor sie die letzten drei zerstören konnten, durchkreuzte der gute alte Warren ihren Plan. Charlie ist hier. Zieh durch. Okay. Ich habe mir die Mission von dem Typen noch schnell gegönnt. Wir müssen uns vorbereiten, Leute. Charles in der Nähe. 40 Schrott. Wir gehen auf Schaden. Er kommt. Da kommt er! Charles greift an! Verdammtes Stück Scheiße! Komm doch, Mann! Ich habe neuen Raketenwerfer für dich! Oh, Dreck! Verdammtes Stück Scheiße! Weg mit dir, Mann! Bam, Junge! Mach gut! Der Zug! Junge, war das knapp. Der Zug war fast im Eimer. Alter! Er ist weg, ne? Da hinten ist er. Wir halten erstmal an. Okay, also den da oben müssen wir später nochmal holen. Das war jetzt gerade, wurde ein bisschen überrascht. Also, wir gucken mal. Da wollen wir auf jeden Fall erstmal nicht hin. Wir können natürlich noch eine neue Waffe freischalten. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal rechts. Hier haben wir nämlich noch zwei Missionen. Gucken wir halt. Oh, Junge, mach Tempo-Upgrade. Hast recht, ne? Mach ich mal. Dann reinschallern. Check mal kurz die Wege aus. Okay, machen wir bis hier. Das sind noch gute 300 Meter. Dass wir das ein bisschen im Blick haben auch. Verdammt nochmal, Charlie kommt! Wir haben ein kleines Problem. Okay, chill. Ich muss den Typen mal wegrammen. Fahr, Junge, fahr! Hä? Was geht da ab? Okay, wir haben jetzt ein dickes Problem. Wir werden nochmal angegriffen und mein Zug ist gleich im Eimer. Verdammt! Mein Zug! Oh oh, mein Zug ist kaputt. Schieß doch! Nein! Charlie! Ich bin entgleist. Wir haben, glaube ich, den ganzen Schrott weggehauen. Fährt der Zug überhaupt noch? Alter, ist das krass. Okay, der ist schon heftig. Machen wir erstmal einen Break. Alter, der Zug ist richtig im Eimer, Mann. Boah. Mittlerweile werden die Kämpfe auch echt immer intensiver. Ich frag mich halt auch, wir haben Panzerung doch schon voll hoch. So, warum macht Charles halt immer noch so viel Schaden? Okay. Ich werde dem Zug zwei Schrottteile schon mal reindrücken, damit, wenn gleich irgendwie Charlie uns überrascht und wir sind zu Fuß, dass wir direkt durchziehen. Jetzt ist der Zug auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen heil, kann man sagen. Oh! Hey! Chill mal dein Base! Warte mal! Digga! Der Typ ist tot. Der Typ ist tot. Ich töte den so doll. Ja, komm. Dreckschwein! Was willst du denn? Hast gesehen? Drecksack. Hab ich dem direkt mal eine Schelle reingedrückt, Leute. Kleiner Penner, ey.
dir den an. Er hat erstmal ein dickes MG reinbekommen in sein Gesicht. Gehen wir mal hier durch. Was haben wir da so? Nice. Bisschen Schrott und so einsammeln. Schrottus Mottus ist immer gut. Hier ist ein kleiner Hammer, aber das war's auch. Okay, wir gehen mal weiter gucken. Ja, wir kommen hier rein jetzt. Na, wir müssen ja natürlich aufpassen. Digga, guck mal, wie wenig Leben unser Zug hat. 2% vielleicht noch? Was ist das denn hier? Scheiße, er hat uns gehört. Ah, mein Arsch! Hey! Hey! Hallo! Oh Gott. Wow. Digga, zu wild. Minus 3 Schrott. Wurde uns auch noch abgezogen. Digga, ich bin broke. Wir müssen gucken. Wir gehen dem hinterher. Wir sind ganz ruhig. Ganz ruhig jetzt. Stelle sicher, dass sich niemand dem einnähert. Wenn du jemanden siehst, der sich dort nicht aufhalten würde, sollte, leg ihn direkt um. Bring mir die Leiche. Okay. Ist natürlich entspannt. Hört ihr das? Ich höre was von links. Hey! Oh nee! Oh nee! Der ist weg! Oh Gott, der hat mich nicht getroffen, Mann! Das erste Mal in meinem Leben bin ich irgendwas gedodged. Aua! Aua! Lauf! Okay, Leute, wir haben jetzt ein ganz dickes Problem. Nein! Ah, okay, die werden mich jetzt erfolgen. Wir haben das Ei, wir müssen hier aber gleich nochmal wieder rein. Oh, nee, ne? Digga, mein Arsch! Ah. Okay, wir ziehen durch, wir ziehen durch. Wir haben das Ei auf jeden Fall bekommen. Jetzt muss ich irgendwie nur noch zu meinem Zug finden. Und dann schießen wir die verdammten Lutscher weg. Die rennen mir immer noch hinterher. Er ist noch drin, er ist noch dran. Netter Versuch, du Drecksack, Alter. So. Puh, holy moly. Okay, man darf nicht zu früh machen. Lieber später als zu früh. Wir haben blaue Farbdose gekriegt. Ey, blauer Zug? Meint ihr, blauer Zug ist geiler wie lila? Was sagt ihr? Ich weiß nicht so, ne? Blauer Zug könnte schon krass aussehen. Kommt drauf an, was für ein Blau. Wenn das so mitternachtsblau ist, der ist safe. So, wir haben 13 Schrott. Ich mach den Zug jetzt erstmal auf Halbmast. Aber weißt du was, wir machen Zug auf Ganzmast. Wenn wir wieder überfallen werden oder so von Chuchu, ey. Muss nicht sein, Digga. Wir haben das zweite Ei, Leute. Okay, hier ein bisschen in der Kirche. Ist das eine Kirche? Notizen zum Treffen der Meuterer. Ich habe unseren neuesten Schlachtplan mit allen besprochen und niemand hatte Einwände. Die gesamte Crew weiß, was zu tun ist und wird die Richtung der Gleise zum richtigen Zeitpunkt ändern. Der Archivar muss sich nur darauf konzentrieren, dieses Biest zu verprügeln, Abstand zu halten und Charles Schwachpunkt zu finden. Mein Vater sollte innerhalb von 2 Tagen zurück sein. Dann können wir ihn und den Jäger mit den Schlüsseln und anderen gesammelten Vorräten versorgen. Wir wollten niemals so hart gegen Warren und die anderen Bergleute vorgehen, aber er ließ uns keine andere Wahl. Charles muss verschwinden und Warren wird uns nicht im Weg stehen.
Ich bin mal gespannt, wer dieser Warrens, keine Ahnung, was Typ ist. Scheint echt ein ganz wilder zu sein. So, jetzt haben wir ein bisschen Schrott gesammelt. Was ist das für ein Dude? Du bist der Archivar, von dem mein Vater mir erzählt hat? Eigentlich bin ich schon enttäuscht, dass er sich entschieden hat, auf dem Festland zu bleiben, anstatt mit dir zurückzukehren. Ich möchte damit nicht sagen, dass wir deine Hilfe nicht schätzen, aber seine hätten wir auch gebrauchen können, weißt du? Falls du es noch nicht von den anderen gehört hast, der Mean Boss Warren beschützt gefährliche Monster-Eier, die zu einer Katastrophe führen könnten. Da unser Hauptziel darin besteht, Charles in einem Duell herauszufordern, um ihn zu vernichten, haben wir als Schutzmaßnahme eine perfekte Falle entwickelt, die uns hoffentlich dabei helfen wird. Bringe diesen ferngezündeten Sprengstoff an jedem Stützpfeiler unter der Holzbrücke an, kehre dann zu mir zurück. Was? Was? Uff. Leute, Charles wird mit Sprengstoff in die Luft gejagt. Alter Schwede, das kann big werden. So, wir müssen erstmal aber die Bomben hier platzieren, Leute. Das ist die Falle für Charles. Einfach krass. So, wie sieht es hier aus? Da sind auch noch Pfeiler. Oh, damit wird er so tief fallen, Leute. Okay. Das ist die höchste und schwächste Brücke der Insel. Falls sie jemand überquert, können wir ihn in die Luft jagen. Ich warte hier und werde die Ladung zünden, aber du musst ihn anlocken und bekämpfen. It's the key to the temple. Once you think you're prepared enough, you can break in and fight the battle of a... Okay. Wir haben den Schlüssel zum Tempel. Das ist der, Leute. Mitten auf der Hauptmap. So. Wir gucken jetzt erstmal, was die blaue Farbe vom Zug... wie die aussieht. Jetzt gucken wir uns die blaue Farbe an, Leute. Puh! Junge! Das sieht krass aus! Das ist ein geiles Blau! Ey! Chat! Guck! Guck bitte! Also blau! Fresh! Fresh wie Otto! Fresh wie Otto, ich bin ehrlich! Das sieht cool aus! Das ist ein geiler Zug! Wir haben 13 Schrott! Wir brauchen auf jeden Fall noch was auf Halde, falls Charlie kommt, ne? Aber ich sag mal, 20 müssen wir jetzt immer mindestens auf Tasche haben. Wer ist er hier? Für neue Mine oder was? Locker. Digga, was ist das denn? So, the fabled hunter has finally... Der sagengewobene Jäger ist also endlich da. Weißt du, mein verstorbener Mann hat eine Waffe entwickelt, um Charles ins Jenseits zu befördern. Aber Warrens Handlanger haben die Läufe gestohlen und sie in ihr Lager gebracht. Bob, was für ein mutiger Mann. Bestimmt mutiger als du. Wenn du meine Überreste der Waffe mitnimmst und die anderen Teile besorgst, kannst du sie wieder zusammenbauen und gegen Charles einsetzen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Sollte sie zum Einsatz kommen, nenn sie Bob, als Erinnerung an meinen Liebling. Also, du willst mir deine Waffe Bob geben? Passt. Wir gucken mal, Leute. Infiltration des Bandenlagers. Charles kommt! Charles kommt! Da hinten ist er. Wir bleiben im Zug. Wir warten, Leute. Wir werden warten. Wir wollen noch kein Duell mit ihm. Okay. Noch wollen wir es nicht. Gehen kurz in die Hütte rein. Ja, scheiße. Also, ist egal. Der Pfarrer geht mir jetzt aber... Er kommt! Setz den Zug auf Halde! Ah, Charlie, du verdammtes Stück Dreck! Ich zieh's dir, Mann! Okay. Ja, mach hinne. Okay, wir kriegen schon Pfeile, wenn wir den angreifen. Wie jetzt? Raketenwerfer rein! Das hat geknallt. Ah, weg mit dir!
Okay, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Ruhig bleiben, ruhig bleiben, Chat. Puh, das war auf jeden Fall nochmal ein wildes Ding. Wir müssen definitiv noch einen Rückwärtsgang einlegen, ja, wobei... Ja, wir machen das, Leute. Komm, wir legen einen Rückwärtsgang ein. Ich werde mal mit 24 Schrott das Ding wieder heil machen. Also, Charlie angreifen bringt was. Da werden wir, glaube ich, das Tempo und ein bisschen schneller vorankommen. Oh, okay. Noch eine neue Story, Leute. Bei dem Treffen gestern Abend erzählte uns Greg eine verrückte Verschwörung über Warrens Versuch, mit Spinnzügen die Weltherrschaft an sich zu reißen. Als Teammitglied, das im Tempel gearbeitet hat, bin ich alles andere als überzeugt. Während das Prisma einem Haufen Eier die Lebensenergie entzog, griff Charles uns zum ersten Mal an. Er kämpfte nicht nur, als käme er direkt aus der Hölle, sondern wurde während des Kampfes fast doppelt so groß. Es schien, als würde er die Energie konsumieren. Seine Beine wurden größer und stärker, während sich sein Gesicht direkt vor unseren Augen verzerrte. Die Überlebenden konnten sich nicht einmal vorstellen, was wir gesehen haben. Danach versteckte Warren die Eier und befahl uns, sie zu beschützen, bevor er mit der Evakuierung begann. Von diesem Zeitpunkt an wurde alles nur noch schlimmer. Ich weiß, dass Warren jede Menge Skelette in seinem Schrank hat, aber ich werde den Gedanken nicht los, dass er sich dieses Mal tatsächlich um uns sorgen könnte. Puh. Krass. Also Charles kann Lebensenergie entziehen. Okay, Leute, wir haben jetzt den Schlüssel zum... Ja, komm, Alter, red nicht so viel, Mann. Wir haben jetzt den Schlüssel zur letzten Mine. Das ist gut, weil wir dann halt natürlich auch das dicke Duell mit Charles starten können. Aber wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass wir genügend Ressourcen haben, um dann den finalen Kampf gegen Charles zu starten. Oh, das wird schon echt eine wilde Kiste, Mann. So, ich guck mal. Mine hier... Da noch, wir haben noch hier unten eine Waffe, da müssen wir noch ein bisschen was erledigen. Also wir haben eigentlich schon echt viel geschafft. Ey Bruder, was geht? Charles, komm. Ah, das ist jetzt schlecht. Jawohl. Nice, Leute. Wir haben das Ding ja doch schon ausgeräuchert, wa? Chillig. Lappen, ey. Was ist das denn hier, eine Maske? Oha, Leute. Guckt euch mal bitte die Maske an. Können wir diese Masken hier nochmal irgendwie besser sehen? Alter, was zum... Geht denn hier drin ab? Guckt euch mal die Masken an. Was ist das denn? Ey, Digga, guckt ihr diese Masken an. Holy moly. Also, diese Masken sind ja wohl richtig krass, oder was? Da sieht man eigentlich, dass der verschiedene Gesichtsausdrücke hat. Sag ehrlich, welche findet ihr am krassesten? 1, 2, 3, 4 oder 5? So, ich muss einmal auf die Map gucken. Was haben wir zu erledigen? Infiltration des Bandenlagers. Hol dir die Teile einer Waffe zurück. Hier ist eine Waffe, Leute. Wir kriegen damit irgendwie so ein richtig Brutalo-Ding. Müssen aber irgendwie jetzt hier mal uns ein bisschen umgucken. Da hinten ist noch irgendwie eine offene Tür oder was? Wir graben schon seit über einem Monat und langsam frage ich mich, was wir hier eigentlich tun. Über und unter der Erde haben wir alte Steinruinen entdeckt. In einer der anderen Minen wurde eine Art Tempel in einer großen Höhle freigelegt. Suchen wir wirklich nach Goldadern? Nein, Leute. Ich glaube nicht. Wir gehen mal gucken. Hier liegt noch Schrott. Das ist immer gut. Schrott müssen wir auf jeden Fall auch echt viel mitnehmen, weil wir brauchen gegen Tutu Charles, ich würde vermuten, 100 Schrott. Das ist mein Ernst. Ich denke, hier ist ein Schlüssel. Das ist sehr gut. Wir haben den Schlüssel für unten wahrscheinlich gefunden. Wir müssen da ordentlich sammeln und er greift uns immer mal wieder an. So, und jetzt können wir, glaube ich, in die Butze hier rein, ne? Weil die Tür war abgeschlossen. Perfekt. Haben wir schon fast gedacht. Oh, was ist das, Leute? Was bauen wir da gerade für eine Waffe? Ich hab Bob erhalten. Digga, let's check. Let's check. Lass mal sehen. Bob, Reichweite. Yo! Heiliger Al! Digga, das Ding ist auf jeden Fall richtig wild. Wir haben hier noch eine Mine auf der Seite. Wir könnten... Ich muss mal gucken. Wir könnten jetzt
Hier, wir müssen einmal eine komplette Runde drehen. Oh, die Chance ist groß, dass Charles uns Stress macht. Aber Leute, wir müssen. Ich gebe Full Pace. Charlie ist da! Komm schon! Da ist er! Es geht los! Let's go! Guck, wie ich das Ding weghau! Komm schon! Reiter, Mann! Oh, der Zug! Der kriegt gut Schaden! Jawohl, wir haben ihn erwischt! Okay, die Waffe ist... Oh, Leute! Das Ding haben wir richtig gut verteidigt! 32 Schrott! Es geht direkt in Schaden! Es geht direkt in Schaden rein! Wir machen entspannen, wir machen entspannen. Wir müssen, glaube ich, wir müssen an der Stelle rechts abbiegen. Wir haben eine Abfahrt verpasst, aber ist kein Problem. Wir machen jetzt erstmal neue Waffe. So, ich lade das Ding mal um. Machen mal kurz Rückwärtsgang und fahren direkt mal nach vorne. Leute, das war auf jeden Fall brutal. Sehr gut. So, jetzt kommen wir erstmal da lang. Und dann können wir den Weg hier unten nehmen. Ich möchte aber gerne hier nochmal hochlaufen, weil ich nicht weiß, was da ist. Gehört? Jemand gepfiffen? Handouts! Handouts! Wir werden angegriffen! Ja, beide weg! Was wollt ihr denn, ihr Dreckschweine? Ja? Kommt doch! Kommt doch! Nicht mit mir! Digga, das war One-Shot, Alter! One-Shot! Direkt rein, Leute! Stark! Was ist hier? Ich hole erst alle Waffen. Geh alle NPCs ab, macht euch keinen Kopf. Wir sehen heute alles, was hier geht. Okay, das ist das Banditenlager gewesen, sehe ich gerade. Da waren wir eben. Das war das Banditenlager. Da waren wir eben. ich denke, wir sollten jetzt erstmal geradeaus rüber da hinten hin. Was ist das denn? Okay. Wir müssen öfter einen Fight mit Charlie jetzt haben. Ich glaube, das ist das Beste, was uns derzeit passieren kann. Die Waffe, die wir haben, ist geisteskrank OP. Wir haben ihn auch an der richtigen Stelle erwischt. Er kam so seitlich, wir haben ja auf ihn geschossen. Und dann war auch erstmal Feierabend, weil wenn wir ihn treffen, kriegen wir Blut. Okay, Leute, wir haben ja irgendwie... Oh, scheiße. Wir tun uns selber natürlich weh. Es gibt hier eine Art Kletterparcours. Wir müssen jetzt irgendwie hier so klettern. Ja, wir sind jetzt hier drauf. Okay. Können wir da rüber und da hochklettern? Das sieht irgendwie schlecht aus, aber da ist so ein Seil, was rüber geht. Müssen wir gleich mal sehen, Leute. Wir gehen mal hier runter und nehmen mal mit, was hier unten noch so drin ist. Neue Farbe? Oh, Digga, wir haben hellgrün bekommen. Chat, was meint ihr? Blau oder hellgrün? Hellgrün ist natürlich auch noch was, was wir vorher also noch nicht drauf hatten, ne? Das könnte so ein Zitrusgelb, so ein Grün-Ding sein. Okay, da kommen wir nicht rein. Klettern mal hier hoch. Ist hier ein NPC? Ja, der ist hier, Leute. Wahrscheinlich ganz oben, oder? Mal sehen, was der uns für eine Aufgabe liefert. Schrott haben wir auf jeden Fall ein bisschen was gefunden. Jetzt müssen wir den Sprung wagen, Leute. Meint ihr, wir schaffen das? Charlie ist hier. Da hinten ist er. Okay, ich muss gucken. Charlie fährt gerade in diese Richtung. Er ist in der Nähe vom Tempel. Mhm. Mhm. Ho! Ah, das tat weh. Aber wir haben es überlebt. Wer zur Hölle wohnt hier? Diese Operation ins Rollen zu bringen, war wesentlich komplizierter als erwartet. Nicht nur im Hinblick auf die Kosten, sondern auch die Baulogistik und die Vorratslieferung an die primären Minenstandorte. Wir müssen schnell auf Gold stoßen, wenn wir nicht bankrott gehen wollen. Okay. Wo ist der NPC? Ich verstehe es noch nicht. Oben. Wir können noch ein Stückchen höher. Alter, wie weit geht das hier nach oben, bitte? Die Türen sind alle abgeschlossen. Hallo? Was ist das denn? Kehre zu Ronnie zurück, um deine Mission abzuschließen. Wo?
Wo ist denn Ronny? Ist der hier unten? Ich glaube, der ist hier irgendwo, ne? Wo zur Hölle steht der Typ? Habt ihr hier jemanden gesehen? Also das ist doch illegal. Da unten ist er. Leute, da haben wir ihn. Yo, Ronny, was geht, Bro? Du siehst aus wie ein Affe, als du auf diesen Turm geklettert bist. Wie viel Schrott haben wir? Ja, guck dir die Eier an, ne? 31 wieder. Perfekt. Beste Leben. Wir haben direkt die Quest auch gemacht. Wir haben nicht mal mit dem Typen geschnackt. Charlie kommt! Es geht los. Let's go. Wir müssen Gleis rechts nehmen. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Charlie ist hier irgendwo. Der ist in der Nähe vom Tempel, ne? Der weiß nämlich genau, was hier läuft. Stopp. Wenn der mich jetzt überrascht, habe ich ein Problem. Okay, wir haben es mitgenommen. Ich sehe ihn nicht. Alright, wir sind wieder im Film, Leute. Alles entspannt. Charles kann erstmal nichts machen. Wir müssen jetzt diesen dicken Umweg hier nehmen. Über hinten. Dann machen wir die beiden Aufgaben. Dann nehmen wir den Umweg hier und machen erstmal den. Dann gehen wir den hier machen und dann fahren wir oben rum und machen hier die Ecke und dann sind wir durch. Wir müssen natürlich noch die Mine hier mitnehmen. Also das wird jetzt unsere Road hier. Ausschau halten nach Schrott. 7 haben wir. Wir müssen Schaden auf jeden Fall mit 28 Schrott auf 10 bringen. Das ist wichtig. Panzerung, safe, auch nochmal wichtig. Müssen wir natürlich auch noch boosten. Es geht zurück zu unserer Werkstatt. Ich werde dort einen kleinen Zwischenstopp einlegen. So, wir gucken einmal. Ich gucke noch einmal schnell hier in dem Hauptbahnhof, ob wir hier irgendetwas übersehen haben. Sieht nicht danach aus. Wir steigen rein. Wir gehen weiter, Leute. Let's go. Und drive in. Wenn wir... Die Brücke ist hier oben, Leute. Da oben ist die Brücke. Hier. Da wird Charles die Falle gestellt. Das heißt, wenn wir hier sind, den Tempel machen, Digga, dann haben wir so eine heftige Road vor uns. Wir müssen die Gleise richtig stellen später. Eigentlich müssten wir nochmal eine extra Runde fahren, dass wir die Gleise schon richtig stellen und dann gegen Chuchu Charles wahrscheinlich kämpfen. Da oben ist auch noch einer bei Zoe, den müssen wir auch noch mitnehmen. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Dann würde ich hier einen Stopp machen und von da aus darüber gehen. Das wäre jetzt erstmal der Plan. Kann man hier noch was abschmatzen? Wir waren hier schon. Charles ist da. Wir müssen fahren. Hey, Charlie! Er kommt! Let's go, Leute, komm! Digga, das Ding schallert gut Damage rein. Okay, ruhig bleiben. Kacke! Komm schon! Ruhig, ruhig, ruhig. Zug hin. Ja, ganz locker, ganz locker. Wir müssen einmal schauen, wo sind wir. Okay, wir gehen rechts rüber. Wir machen erst die NPC-Waffenquest. Wir nehmen erstmal jetzt die Mats mit. Charles wird uns hier wahrscheinlich erstmal nicht auf die Schliche kommen. Ich gehe halt da. Lol. Ja, ich habe einfach gerade Brand gelöscht. Weißt du, wie ich meine? Ich erledige die Quests schon, bevor ich überhaupt mit den Leuten rede. Ich bin einfach Hellseher. Was geht hier drin? Neue Farbe, Orange. Kann man sich gleich mal ansehen, den orangenen Zug. Was ist mit Waffe, Digi? Ich will eine neue Gun. Using the water tier. Take old bug spray. I don't want it. Okay, wir haben jetzt das Insektenspray. Insektenspray bekommen. Interessant. Ich guck mal weiter, ob wir hier irgendwie noch Materialien finden.
Weil die... Wir haben die Gegend jetzt ja nicht so dick erforscht. Da liegt noch was. Sieht gut aus. Wir gehen hoch. Einmal Zug checken. Einmal kurz Zug reparieren. Rüstung und Schaden muss auf Max. Wir reparieren erstmal. Auf 98%. Und hier haben wir das Insektenspray. Wir testen es mal. Da! Was ist das denn? Verlangsamung extrem. Schussrate hoch. Wisst ihr was? Wenn der Charles da ist, können wir ihn mit Bob schön tappen die ganze Zeit. Wenn er zu nah rankommt, wechseln wir auf Flammenwerfer und sorgen dafür, dass er einfach komplett nach hinten fällt. Dann switchen wir wieder auf die Waffe. Das wird jetzt, denke ich mal, unsere neue Road to Go. Und wir müssen natürlich nochmal kurz die neue Farbe prüfen. Orange sei ich auch cool, ne? Aber ich sag, wie es ist. Blau für mich momentan eine Top-Notch. Wir haben aber noch ein paar mehr Farben, die ich gerade gesehen habe. Ich gehe jetzt erstmal übers Field. Was ist da hinten? Sumpfgebiet, Leute. Wir sind im Sumpf jetzt. Krass. Was geht denn hier ab? Wer ist er denn? Das ist einfach mein Magier. Aha, Hallöchen, Schätzchen. Ich bereite einen frischen Eintopf mit Zutaten aus meinem eigenen Sumpf. Doch mir fehlt etwas Fleisch. Ich rieche ein Kadaver auf der kleinen Insel im Sumpf. Wenn du dorthin wartest und mir bringst, bezahle ich dich mit Schrott. Was macht die da mit ihrer Hand? Hüte dich jedoch vor dem Sumpfmonster Barry. Halte deine Augen offen, bewege dich nicht, wenn er dir zu nahe kommt. Leute, ich muss durch einen Sumpf gehen. Sumpf Monster Barry. Ich will da gar nicht rein. Wir gucken erstmal. Seht ihr das da hinten? Habt ihr das gesehen? Da war was im Wasser. Da war was im Wasser, Leute. Oh nee, Mann. Okay, ich springe so weit ich kann. Digga, das Sumpfmonster. Oh Gott. Oh Gott, ist das widerlich. Kannst du mal weggehen, Barry? Bro? Bitte. Oh nee. Oh nee, Mann. Ey, Sumpfmonster sind so uncool. Chat. Ach, ich bin oben. Oh Gott, ich hab's geschafft erstmal. So, wir checken mal die Insel ab. Ja, hier rieche ich doch schon Schrott. Den rieche ich meilenweit. Ey, dieses Sumpfmonster ist gar nicht cool. Irgendeiner von euch wieder. Hey Mann, ich hab neues Sumpfmonster gezüchtet. Digga, lass Denno ärgern. Okay. Wir können den Sprung benutzen, um schneller wieder zum Steg zu kommen. Let's go. Harry. Harry, mein Bester. Ich muss hier durch den Sumpf, Bro. Geh mal weg. Oder es sieht aus, als hätte da jemand reingekackt. Oh, es war so knapp. Es war schon wieder so knapp. Ist noch ein gutes Stück. Ja, wir haben ihn. Entspannt, Leute. Oh, Gott im Himmel. What a delicacy. Here are those. Have a sip. Okay, wir haben jetzt wieder Schrott bekommen. Wir haben 44. Bro, die Quest hat richtig gegönnt. Alter, Leute. Ja. Ganz wichtig. Oh, schönes Ding. Also mit Schrott geht's auf jeden Fall schon gut los. Wir brauchen natürlich noch ein bisschen mehr. Aber prinzipiell würde ich sagen, Chat,
Wir stehen richtig gut da. Wir können jetzt alles in Upgrades reinbuttern. Also, wir können Schaden auf 10 machen. Wir machen Panzerung hoch. 3 Schrott haben wir noch. Panzerung 9. Wir brauchen jetzt noch 56 Schrott. Der Rest wird für Choo-Choo Charles aufgehoben. Wir fahren nach erstmal bis zur Gabelung. Wir fahren jetzt bis zur Gabelung. Es sei denn, Charles kommt, ne? Dann haben wir ein Problem. Wir haben den richtigen Way genommen. Das ist gut. Ich gehe jetzt erstmal, glaube ich, dann hier hin. Und schnapp mal mit demjenigen, der hier unten chillt. Oh, wo sind wir hier? Das ist ein Hafen, oder? Safe. Hä? Scheiße! Ah! Charles! Oh Gott, Alter, wir haben ein dickes Problem! Oder, ich bin tot. Er hat mich geholt. Der Aal. Wie der auch gelaufen ist. Ich dachte so, hä? Warum läuft denn der Dicke da hinten so weg? Und dann habe ich erst gecheckt, so, okay, Digga, Charlie kommt straight up hier rein. Wir haben den verlorenen Schrott, den wir verloren haben, schon wieder raus jetzt. Wer ist er? Meine Güte, die haben anderen tatsächlich jemanden überzeugt, sie helfen uns. Ich bin so froh, dass du bist gekommen. Doch ich kann einfach nicht länger bleiben, ich halte es nicht auf. Ich habe alle meine Sachen hierher gebracht, damit ich sofort loskarren kann, wenn Boot ankommt. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ich habe mein Tagebuch zu Hause vergessen. Könntest du es mir bringen? Digga, wo ist das Tagebuch? Bro, ist es dein Ernst? Du hast dein Tagebuch da. Wisst ihr, was ich mache? Ich fahre erstmal ein Stückchen nach vorne. Und ich denke, wir fahren auch erstmal nach links. Holen ihm das ganz kurz. Machen die NPC-Quest noch. Stopp. Und dann fahren wir wieder zurück. So, also hierhin, dahin. Wir haben 2 Aufgaben auf jeden Fall vor uns. Was ist hier? Ich scanne nochmal das Gebiet ab. Da sieht man Schrott. Da liegt Schrott. Krass. Man kann ihn sogar auf der Map sehen. Wie heftig das ist. So, wir gehen raus. Say, you're that monster hunter. I must know. Someone or okay, Leute. I always collect and burn them, but I was looking for them last. I only found half of them. Digga, die Frau hat gerade von Geistern geredet. Von Geistern, Mann. Wo geht's hin? Oh, jetzt müssen wir in das Geröll da rein, ne? Das wird interessant, Leute. Wir gehen mal Geister angucken. Ey! Wir sollen 8 Seiten finden! Leute, wer kennt Slender? Wer kennt Slenderman? Das ist doch genau das. Das ist doch genau das. Hört ihr das? Das ist genau das. Es ist Slenderman. Es ist Slenderman, Digga. Das gefällt mir gar nicht, Digga. Das gefällt mir gar nicht. Oh, wer ist er denn? Wer ist er denn? Geister! Da hinten ist noch eine Seite. Oh, nee. Es wird immer schlimmer, je mehr Seiten ich finde. Nicht cool. Noch eine Seite. Ciao.
Oh Leute, das ist nicht cool, Mann. Das ist doch nicht cool. Bruder, ich muss durchziehen. Ich bin Usain Bolt, sein Urgroßvater. Digga, das Ding ist schnell. Bro, wo bin ich? Der war ja direkt da. Aber ich bin nicht tot, oder? Was war das gerade? Sind die Seiten noch da? Ja. Ich wurde wegteleportiert. Ich glaube, der Geist wird immer schlimmer. Wer kriegt gerade absolut brutalen Nasenbluten 1 in Chat? Da ist er. Absolut Nasenbluten. Wo ist die nächste Seite? Ich muss doch irgendwo... Oh Gott. Ja, das fühle ich gar nicht. Das fühle ich gar nicht. Wir gehen erstmal raus. Genau. So, dann droppen wir wieder rein. Ich sehe eine Seite, glaube ich. Da habe ich eine. Chat. Ja, 6 Seiten. Will ich wissen, was bei der 7. passiert. Aber in Slenderman ist das immer richtig schlimm. Wir müssen die Laternen beobachten. An den Laternen hängt es. An den Laternen, Leute. Hört ihr das? Ist das die 8? Nein. Gar kein Bock auf Geister! Gar kein Bock auf Geister! Er ist so da dran! Er ist so da dran, Digga! Das hat gesessen. Das hat gesessen, okay. Okay, cool bleiben, cool bleiben. Ey, wir haben das, Chat. Locker. Ich muss nur im Run bleiben. Es ist alles entspannt. Ist nur ein Game. Ist nur ein Game. Da hinten. Noch eine Laterne. Direkt hinten dran, ne? Ist das die letzte Seite? Ich glaube, da ist sie. Ja, da ist sie. Oh. Yo. Yo. Was zur Hölle, Mann, war das? Ich gehe jetzt erstmal zum NPC links. Was geht hier drin? Erfahrungsgemäß sind hier eigentlich immer dicke Materialien. Okay, aber in dem Fall nicht. Kein Problem. Wir gehen mal hoch. Hier müsste jemand irgendwo drin sein, da sitzt jemand. Welcome to Araniram. Willkommen auf Araniram, Museumarchivarperson. Verzeihung, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, aber wir sind auch nicht hier, um Kontakt zu knüpfen, nicht wahr? Nein, ihr seid hier, um Like dazulassen. Ich kenne zufällig eine Geschäftsmöglichkeit an. Falls du Interesse hast, meine besondere kleine Kiste befindet sich in einem Triebwagen in der nahegelegenen Schlucht. Doch die Handlanger haben dort ein Camp errichtet, um dieses Gebiet zu bewachen. Alles gut. Blaue Kiste reicht mir. Ich mach das. Wenn du Schrott hast, Bruder, safe. Wir gucken mal. Wir müssen in die Schlucht jetzt rein. Gut, dann haben wir die Aufgabe auf jeden Fall auch schon mal weg. Das ist, trifft sich alles sehr gut gerade. Ich finde das Spiel übergeil. Also es macht wirklich Spaß zu zocken. Und das ist das, was man dahinter sehen muss. Wir müssen in den Zug da rein, ne? Wir warten. Wir warten jetzt. Wir sind auf geheimer Mission, Digga.
Blaue Box ist saved. Wir sind weg. Entspannt, wir haben's. Leute, easy. Ey, ich schwör's dir, ich finde das Pfeifen so beruhigend. Dieses... Ich weiß auch nicht, warum. Charles kommt. Ah, das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt richtig schlecht. Ich hoffe, der hört oder sieht uns nicht. Charles ist in der Nähe. Wir sind in der Vorbereitung, Leute. 60 Schrott. Stark. So, ich guck mal kurz. Also, wir haben die 8 Seiten aus dem Röllfeld. Müssen hier nach oben das Tagebuch mitnehmen. Zack, Rückwärtsgang einlegen bis hier nach unten. Okay? Also, Charles kam jetzt gerade, glaube ich, von hier, wo ich hinschaue. Wir müssen es riskieren. Es nützt nichts. Was ist das hier? Hier ist ein Turm, Leute. Den Turm habe ich noch nie gesehen. Charles kommt. Ich gehe rein. Wir gehen in den Turm. Was ist hier? Im Turm dürften wir safe sein. Nice, eine Kiste. First try, Leute. Safe, oder? Farbe. Was hat er denn? Guck dir den Zug an. Was willst du? Okay, Leute, wir haben jetzt ein Problem. Er läuft in die falsche Richtung. Das ist gut. Also er kann uns hier auf dem Turm nichts. War die richtige Entscheidung. Also ich kann die Markierung nicht benutzen, die wir gesetzt haben. Weil die Markierung ist für die Falle. Wir haben eine Falle für Tutu Charles gemacht. Da müssen wir halt später noch hin. Nicht richtig? Muss so ein Stückchen hier hin. Wie viel Schrott haben wir? 109! Oh Junge, wir können reinschnetzeln ohne Ende. Das läuft gerade so gut. Stark. Wir machen den Zug jetzt Max-Level. Wir gucken uns an. Panzerung Stufe 9. Was ändert sich? Prägt es euch gut ein? Was ändert sich? Da unten. Da unten. Wir haben jetzt Metall dran. Okay. Schaden und Tempo machen wir jetzt auch nochmal ordentlich hoch. Weil wir es können, Leute. Weil wir es einfach können. Und dann... Rückwärtsgang. Alter, guckt euch das an. Safe. Was ist das jetzt mit der Waffe hier? Alter, die Stacheln. Warte, die müssen uns nochmal reinziehen, Chat. Krass. Richtiger Teufelszug. Yo. Oh, auch big. Ja, Mann, unten gab es nochmal das Übelste. Digga, der Zug. Alter, so ein Ding ist das nämlich. Wir sind so ready. Heute wird Charles absolut draufgehen. Wir werden den so wegmachen. Warte mal, müssen wir nicht noch oben die Corner nehmen? Ja, müssen wir. Warte. Dann. Stopp, stopp, stopp. Muss einmal nochmal für gleich den Zug hier vorbereiten. Weil wir müssen gleich oben lang. Ich glaube, der Typ stand ja hier irgendwo unten, ne? Wir kriegen gleich nochmal Schrott. Dann können wir das Tempo, glaube ich, auf Stufe 9 bringen. Außer der Typ gönnt richtig. Dann können wir es sogar vielleicht schon direkt auf 10 maxen. Dann haben wir ja den Zug komplett ausgebaut. Eigentlich sind die NPC-Quests dann nicht wichtig. Aber Leute, stimmt ihr mir zu, dass wir heute 100% vom Game machen? Ja, oder? Thank you so much. Ja, halt's Maul jetzt. Gib mir deinen Schrott. Danke. 52 haben wir, Leute. Wir müssen heute 100% Game machen, oder? Ich sehe mich da. Alter, Tempo Level 10! Speed Demon! Oh, yo! Das Ding ist am Ziehen jetzt, ne? Geil! Mal sehen, wie schnell auf Karte. Ey, das Teil ist so am Reinschallern. Uff. Jetzt holen wir uns Materialien für den Endfight. Und wir haben eine einzige Mission noch und eine Mine. Wenn alles gut läuft, Chat... 40 Schrott. Damit gehen wir hin. Also 50 wären eigentlich optimal. Aber 40, ich sag, werden wir hinkriegen. Wie viel habe ich noch? Genau 0. Wir sind genau auf 0. Wir sind jetzt definitiv erstmal im Leuchtturm.
We haven't met, but I have a favor to ask. The break was recently at the break. Once you finish. Okay, wir sollen eine Sicherung austauschen. Das wird eine Easy Quest, Leute. An der Seite von dem Leuchtturm müssen wir irgendwo eine Sicherung tauschen. Also ganz lockeres Programm. Ich denke mal hier unten oder so, ne? Bisschen Schrott sammeln wir noch ein. Ist auch sehr, sehr nice hier. Sicherung haben wir dabei. 4 Stück. Da hinten nehmen wir auch noch mit. Jeder Schrott sind 10% HP. Wir brauchen auf jeden Fall 500% HP. Es kann sein, dass wir wirklich durch die ganze Map fighten. Das könnte wirklich passieren. Dass wir durch die ganze Map fighten müssen. Einmal komplett rumfahren. Deswegen, also dieser Kampf wird sehr, sehr big. Da vorne können wir das direkt einsetzen. So. Die Sicherungen sind getauscht. Hallo. Hey. Easy. Easy, Leute. Fixing the lighthouse here with a scrap. Okay, noch eine Aufgabe erledigt. 40 Schrott. Oh, die Quest hat noch mal so gegönnt. Und wir haben jetzt oben auch den Leuchtturm. Guck mal. Jetzt sieht man das Licht auch. Perfekt. Charles kommt. Da unten ist er. Muss mich beeilen. Der killt mich. Der wird so meinen Arsch killen. Wo ist der Zug? Bruder, ich bin so weit vom Zug weg. Der hat den Leuchtturm gesehen, ne? Oh, das ist nicht gut. Ich bin am Zug vorbeigelaufen. Ey, sieht recht groß aus, aber ist immer ultra klein. Er kommt. Vorbereiten. Komm her, du Ratte! Jetzt geht's los. Digga, das Ding schallert ja anders. Weg mit dir, Drecksack. Okay. Wir haben ihn auf jeden Fall gut aufgehalten. Wir müssen weiter gucken. Ich muss jetzt hier in den Tempel reinfahren. Das heißt, hier auf links klemmen. Okay. Das Ding, lol, wir werden ihn so im Sack haben. Es wird zu einem absolut kranken Endfight kommen. Es gibt einen dicken Kampf. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Charles so schnell stirbt, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht ja doch. Vielleicht ist das Game ja auch einfach nicht so lang. Es hat immerhin nur einer entwickelt. Wir gehen jetzt rein, Leute. Letztes Ei holen wir. Das ist die letzte Aufgabe, die wir machen müssen. Hört zu. Dieses Pfeifen ist so beruhigend. Es ist so schön. Over there, who's that? Bartwitz! Er schießt mir so in meinen Arsch, Digga. Take him out. Bist mir so in meinen Arsch. Oh. Warum läuft der mir? Was machen wir jetzt? Wo ist mein Zug? Wie weit ist der? Digga, da lauft doch nicht ganz hin. Oder ich gehe da rein und hol das Ding jetzt, okay? Völlig egal, Hauptsache. Aua, das hat weh. Wir ziehen durch. Was sind noch mehr? Er hat mich nicht gehört. Nice try, Bruder. Tschüssing. Mach's gut, Diggi.
Netter Versuch, Leute. Der hat sich das so gedacht. Okay. Wir sind ein bisschen weiter unten. Ich denke, hier haben wir erstmal unsere Ruhe, oder? Hey, get out of here! Aua, Mann! Da ist das Ei. You better run! Ich hab's. Digga, Schwitzer-Modus! Ich muss raus. Ich muss raus! I'm gonna shoot you! Easy, Digga. Ah, weg hier! Warum hab ich eigentlich keine Waffe? Oh Mann, ich bin so am Arsch. Ah! Ey! Ey, ich bin fast tot. Digga, was macht der mit mir? Hier rein? Irgendwie da, ne? Nein, da ist eine Kiste. Egal. Oh Gott. Steht da jetzt einer? Ich bin so tot. Ich bin so tot, Leute. Nein, ich komm raus! Ja! Wow, wow, wow! Chill! Chill, Bruder, chill! War ein Witz! War ein Witz! Ich wollte nichts! Don't let him get away! Das wird richtig eklig jetzt. Das wird jetzt richtig eklig. Bro, also was soll ich da machen, Digga? Das sind ja schon wieder so viele. Heiliger! Get this guy! I'm gonna shoot you! Digga, die reden ja nur Müll. Das wird jetzt erstmal lange dauern, Leute. Das wird jetzt erstmal richtig lange dauern, bis ich da bin. Hab ich sie abgehängt? Get this guy! Nice, Bruder, danke! You better hope you're fast! Jawohl, wir sind weg. Ey, der rennt mir hinterher, Mann, was soll das? Okay, so, Bruder. Also, ich sag dir, wie es ist. Aber du wirst jetzt sowas von. Mit dem Raketenwerfer verprügelt. So. Zug repariert. Alles vollständig aufgewertet. 64 haben wir. Und wir haben das letzte Ei. Es geht los zum Tempel, Leute. Da ist er. Der Tempel der Heiligkeit. Wir sind direkt da. Unser pinker Zug. Ich muss da noch mal was klären. Ey, Bro! Erledigt. Wir bombardieren jetzt erstmal. Digga, ich will, wenn, dann richtig Stress. Da kommt schon noch mehr. Seht ihr, Leute? Ich räuchere den Scheißladen dann nämlich aus. Nice try, aber ich schleiche mich da bestimmt nicht rein. Noch einer tot. Gucken wir mal da oben. Oh, schön gegen die Tür. Das war gut. So, ich werde jetzt, glaube ich, mal für alle Fälle das Teil installieren. Und wir gehen mal gucken, was da jetzt ist. Night Dullies? Da liegen sie. Zwei haben wir erwischt. Okay, Freunde. Der Kampf der Kämpfe. Jetzt wird es wirklich richtig extrem. Die drei Eier. Das Main Event. Es geht los, Leute.
Wir packen sie rein. Was wird passieren? 1000 Likes, Leute, für den finalen Bossfight. Das erste Ei geht rein. Die Energie ist geladen. Das zweite Ei geht rein. Auch diese Energie ist geladen. Der Zug. Er wird aufgehalten jetzt. Step away from the shrine, stranger. Das ist der Chef. You don't know what you're doing. Du weißt nicht, was du tust. Lay flat on the ground. Der hat Chuchu Charles gemacht. Du wirst viel zu viele Menschen verletzen, wenn du deinen Plan durchziehst. Was passiert da? No! You fool! Du Dummkopf! Was habe ich getan? Hä? Alter, der verwandelt sich! Scheiße! Er hat seinen Schöpfer gegessen. Oh! Schmeiß den Zug an! Sterb, du Drecksig! Ich brauch den Flammenwerfer, den dicken! Oh! Ah! Sprech, du Stück Scheiße! Charles aus der Hölle! Hä? Mona, was geht denn jetzt ab? Verlangsamt. Perfekt. Wir wechseln. Komm schon, Junge! Bro, wo bin ich? Oh, oh. Es geht noch weiter. Scheiße, Mann. Was ist das denn? Flamme her! Oh! Okay, ist weg. Oh, oh. Ich glaube, jetzt dreht er durch, Digga. Ich glaube, jetzt dreht er durch. Schön weit hinten halten. In dein verdammtes Gesicht, du Dreckszug! Ah! Komm, Junge, komm. Okay, das Ding. Alter, was ist das für ein Flammenwerfer? Wer hat mir den Chat, wer hat den Flammenwerfer manipuliert? Ich hab ihn! Digga, ich hab ihn! Oder? Das ist die Brücke! Das ist die Brücke, Mann! Weg mit dem! Slam Dunk! Bro, ich hab den so seine Seele ge... Heilige Mutter Gottes! War das ein heftiger Abgang! Also, du kannst mir erzählen, was du willst! Aber dem geht's nicht mehr so gut. Ja, Leute, was für ein unglaubliches Finale. Chuchu Charles ist besiegt, aber ich habe das Gefühl, er wird bald wieder zurückkehren. Und falls ihr mehr davon wollt, Sonntag ist ein Livestream. Da werden wir probieren, ihn auf Level 1 zu knacken. Checkt den natürlich gerne mal aus. Lasst ein Like da und ein dickes Küsschen für euch. Denno out.